noch mal eine andere Sicht auf die P-Werte, weniger die P-Werte hier als die klassischen Hypothesentests. Warum diese klassischen Hypothesentests heikel sind, auch wenn sie immer so gemacht werden und man sie deshalb wahrscheinlich weiterhin auch so machen muss, um nicht aus dem Raster zu fallen und keinen Ärger zu kriegen, aber warum die sehr heikel sind. Insbesondere gibt es die Vermutung, dass vielleicht die Hälfte aller Veröffentlichungen, zum Beispiel Medizin, Psychologie, die auf den Hypothesentest beruht, dass vielleicht die Hälfte davon falsch ist. Man merkt es daran, wenn Leute Wiederholungsstudien versuchen, dasselbe Experiment nochmal machen, dass sie im Zweifelsfall das nicht reproduzieren können, was andere Leute vorher veröffentlicht haben. Also es gibt einige natürlich, die Ergebnisse erfinden, die sind dann sowieso falsch, aber es gibt auch die Möglichkeit, sich selbst zu betrügen mit Hilfe von diesen P-Werten. Zu glauben, man habe was nachgewiesen, aber man hat leider nichts nachgewiesen. Klassische Arbeit dazu ist von Ioannidis, oder ich sollte sagen, eine klassische Arbeit, das ist seit Jahrzehnten bekannt unter den Fachleuten, aber die Reaktion darauf in den Wissenschaften ist sehr träge. Ioannidis, Why Most Published Research Findings Are False, ist in PLOS 2005 drin gewesen. So eine stark beachtete Arbeit zu diesem Thema. Hier fangen wir an, das ist eine schöne Wiederholung mit diesem Vier-Felder-Diagramm. Ich unterscheide erstmal, ist die Null-Hypothese wahr oder ist sie falsch? A0 wahr, A0 falsch. Ich weiß nicht, wie ich das in den alten Videos gemacht hatte. Vielleicht hatte ich die Spaltenzeilen anders eingeteilt. Passen Sie auf. Andere Leute mögen das auch anders einteilen. Ich schreibe jetzt hier H0 wahr auf die linke Seite, H0 falsch auf die rechte Seite. Sie haben eine Nullhypothese, die normalerweise ja sowas heißt, es passiert nichts. Mein Medikament hat keinen Einfluss. Es gibt keinen Unterschied zwischen verschiedenen Unterrichtsformen oder bei uns eben jetzt Bedienoberflächen. Ob Sie es in Rot oder Grün machen, ist egal. Das ist dann typischerweise die Nullhypothese. Die kann in der Wirklichkeit wahr sein oder falsch sein. Das wissen wir nicht. Das möchten wir aber herausfinden mit dem Hypothesentest. Und der Ärger ist, was wir herausfinden, ist nicht unbedingt das, wie es nun wirklich ist. Deshalb müssen wir nur unterscheiden. So wie auf der linken Seite, was mache ich nun? Lehne ich die Nullhypothese ab? H0 abgelehnt. Erscheint mir das zu gewagt zu sagen, dass dieses Medikament nichts bewirkt oder diese Oberfläche nicht irgendwie anders ist als die alte Oberfläche? H0 abgelehnt. Oder sage ich, dass H0 nicht abgelehnt ist, dass ich H0 nicht ablehnen kann? Meine Daten sind zu schwach. Ich kann es nicht sagen. Es fühlt sich nicht so an, als ob es tatsächlich einen Unterschied gäbe zwischen alt und neu, zwischen rot und grün, zwischen mit Medikament und ohne Medikament. Dann komme ich auf vier Fälle. Also was passiert in der wahren Welt, links und rechts? Und wie entscheide ich mich jetzt nun? Lehne ich die Nullhypothese ab oder lehne ich sie nicht ab? Die darf niemals angenommen werden. Wir können allenfalls sagen, wir sind uns nicht sicher. Wir wollen sie lieber nicht ablehnen. Ich schreibe deshalb hier mal nicht abgelehnt. Jetzt gibt es zwei Fälle, in denen wir kein Problem haben. So, das kriegen wir also zusammen. Wenn die Nullhypothese falsch ist, will sagen, es gibt doch einen Unterschied zwischen Rot und Grün oder das Medikament tut doch etwas und Sie lehnen die Nullhypothese ab, dann ist alles korrekt. Wenn die Nullhypothese wahr ist, es gibt keinen Unterschied zwischen Rot und Grün, das Medikament tut nichts und Sie lehnen die Nullhypothese nicht ab, die ja sagt, es gibt keinen Unterschied, dann ist auch alles in Ordnung. Hier haben wir einen Fehler erster Art. Muss man sich auswendig merken. Wenn die Nullhypothese wahr ist und Sie lehnen die ab, haben Sie einen Fehler erster Art. Und hier bleibt ein Fehler zweiter Art, der kein Fehler sein wird, wenn Sie hier nur schreiben, H0 nicht abgelehnt. Wenn Sie, wie das heute üblicher wird, die Nullhypothese annehmen, also sagen, es gibt keinen Unterschied, aber es gibt einen in der wahren Welt, dann haben Sie wirklich einen Fehler mit dem Kästchen unten. Wenn Sie das klassisch machen und sagen, die Nullhypothese darf bitte niemals angenommen werden, dann ist hier unten kein Fehler. Sie wissen einfach nur nichts, weil Sie die Nullhypothese nicht annehmen. Ihre Datenlage ist zu schwach. Und jetzt kann man sich, das macht Ioannidis zum Beispiel, jetzt kann man sich angucken, wie häufig denn das passiert. Und wie häufig jetzt Arbeiten veröffentlicht werden, zum Beispiel in der Medizin, in der Psychologie. Sie machen ein psychologisches Experiment, wollen wissen, keine Ahnung, ob die Schriftgröße einen Einfluss hat darauf, wie schnell die Leute lesen oder wie gut sie den Inhalt behalten oder was ihre politische Einstellung ist, ob das mit der Schriftart zusammenhängt, keine Ahnung. Solche Tests werden dann ja gemacht in der Psychologie. Und dann möchte man per Hypothesentest jetzt sagen, stimmt es oder stimmt es nicht? Oder wie sind die Indizien zumindest? Gehen wir davon aus, dass es wirklich einen Effekt gibt? Nach dem, was wir gesehen haben im Experiment, oder gehen wir davon aus, dass es keinen Effekt gibt? Bei uns in der Mensch-Maschine-Interaktion interessiert uns, wie gesagt, dann eher sowas wie eine bestimmte Form des User-Interfaces. Ist die anders
als vorher? Verhält die sich anders als vorher? Ist was besser geworden? Ist was schlechter geworden? Aber in jeder psychologischen Studie und in vielen soziologischen Studien und die ganzen medizinischen Tests, ob irgendwelche Medikamente, irgendwelche chirurgischen Eingriffe funktionieren, all die laufen hier auf solche vier Felder hinaus. Und die spannende Frage ist, wie groß denn jetzt tatsächlich diese Felder sind. Wenn Sie eine Studie machen, haben Sie quasi hier so eine Dartscheibe. Sie machen eine Studie, wo treffen Sie rein? Treffen Sie hier rein, in das Feld? Okay, Glück gehabt. Treffen Sie in dieses Feld? Nicht so schön. Sie haben zu wenig Daten und so weiter und so weiter. Wie häufig treten diese einzelnen Fälle jeweils auf? Das kann man sich überlegen. Und dabei findet man Erstaunliches, nämlich dass in der Tat sehr viele veröffentlichte Ergebnisse falsch sein können, wenn diese Ergebnisse auf diese Art an Hypothesentest basieren, wie sie üblicherweise gemacht wird. Ich versuche jetzt mal tatsächlich Wahrscheinlichkeiten da so drauf zu malen. Wie könnte das real aussehen, wenn Sie das wirklich als Dartscheibe auffassen? Hier eine quadratische Dartscheibe und jetzt schießen Sie mit Ihrem Dartpfeil da drauf. Sie werden nicht ein Viertel, ein Viertel, ein Viertel, ein Viertel Wahrscheinlichkeit haben oder 25%, 25%, 25%, 25% Wahrscheinlichkeit haben. Die werden nicht alle gleich wahrscheinlich auftreten. Wenn Sie eine Studie machen, machen dann noch den Hypothesentest dazu, P-Werte aus. Und das kann man sich jetzt tatsächlich überlegen. Wie wird das real aussehen? Auch das sollte ich daneben schreiben. Dieselbe Einteilung wie hier als reale Dartscheibe. Man könnte jetzt zum Beispiel anfangen, die Hypothese, die ich teste, war falsch. Hier ist die Aufteilung 1 zu 1. Wenn Sie irgendeine Hypothese testen, würden Sie wahrscheinlich nicht erwarten, dass die 50-50 ausgeht, dass die stimmt mit 50% und nicht stimmt mit 50%. Was wäre vielleicht plausibler als 50-50 hier für die Hypothese selbst? So, man wird also normalerweise annehmen, dass die Nullhypothese doch häufiger wahr ist. Es gibt keinen Effekt, sonst müsste ich ja keine Wissenschaft machen. Wenn ich ein Experiment mache und ich wäre mir schon von vornherein sehr sicher, dass ich die Nullhypothese ablehnen kann, dass es einen Effekt gibt, warum mache ich dann das Experiment überhaupt noch? Dann habe ich eine Banalität untersucht. Ich möchte natürlich Experimente machen, in denen ich keine Banalitäten untersuche, die riskant sind und deshalb wird im Zweifelsfall die Nullhypothese häufiger wahr sein. Zum Beispiel, dass ich sage 3 zu 1, 3 Viertel, 1 Viertel. Damit haben wir hier schon zwei Spalten gebildet. Also Sie machen ein Experiment, dann sagen Sie vielleicht in 3 von 4 Fällen, Dartscheibe, in 3 von 4 Fällen stellen Sie fest, es gibt keinen Effekt. Das Sternzeichen hat keinen Einfluss auf die Lesefähigkeit oder was auch immer. Aber in einem von 4 Fällen gibt es vielleicht tatsächlich einen Effekt. Das heißt nicht, dass Sie ihn nachweisen können, aber vielleicht gibt es tatsächlich einen Effekt. Ich weiß nur nicht, in welchen von den 4 Fällen. Sonst müsste ich ja nicht meine Studie machen. So, auf der linken Seite jetzt, wo ziehen Sie hier einen Trennstrich? 50-50 wäre offensichtlich nicht klug, hätten wir auch eine Münze werfen können. Der Fehler soll selten auftreten. Das sind dann so diese üblichen 5%, die dann immer vorkommen. Also, dass ich hier oben 5% habe und hier unten 95% habe. Also gleich noch was zu sagen. Wenn ich sage, ich lehne die Nullhypothese immer dann ab, wenn der p-Wert kleiner gleich 5% ist, dann habe ich tatsächlich hier oben 5% Wahrscheinlichkeit. Das ist, was man üblicherweise dann als Irrtumswahrscheinlichkeit bezeichnet, die 5% da oben. Die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler erster Art zu machen. Die Nullhypothese stimmt, aber leider lehne ich sie ab. Das ist so die übliche Schranke, die man da haben will. 5% und 95%. Jetzt auf der rechten Seite. Was fänden Sie da sinnvoll auf der rechten Seite? So, also wir wollen hier natürlich auch wenig Fehler haben. Wir müssen nicht ganz so pingelig sein wie auf der linken Seite, weil dieses ist ja, wenn wir die Nullhypothese nicht wirklich annehmen, kein echter Fehler, sondern einfach nur eine schwache Datenlage. Was man so gerne hat, ist 80% zu 20%. So, also jeder, der ein Experiment macht in dieser sehr vereinfachten Welt, jeder, der ein Experiment macht, schießt mit einem Dartpfeil auf diese Scheibe. Er kann dahin treffen. Dann stimmt's, er kann hierhin treffen, dann stimmt das Resultat. Er kann aber auch da oben hin treffen, dann stimmt das Resultat nicht. Und er kann da unten hin treffen, dann stimmt das Resultat auch nicht. Eine Studie veröffentlichen. Jetzt kommt die Politik ins Spiel. Welches Ergebnis wird veröffentlicht werden? Also Sie haben jetzt den Dartpfeil geschossen sozusagen, indem Sie ein Experiment gemacht haben. Sie haben 100 Leute eingeladen, vielleicht auch nur ein Dutzend Leute eingeladen, haben damit eine psychologische Studie gemacht oder das User Interface getestet oder einen medizinischen Test gemacht. Die haben den Dartpfeil auf dieses Feld geschossen, was im Dunkeln ist. Sie wissen nicht, an welcher Stelle der Dartpfeil gelandet ist. Sie wissen nur, er ist auf dem Feld gelandet.
Jetzt wollen Sie das Ding veröffentlichen, was Sie da erforscht haben. Was werden Sie veröffentlichen können? Was werden Sie nicht veröffentlichen können? So, jetzt kommt also der Publication Bias. Diese Resultate hier und diese Resultate, die werden im Zweifelsfall nicht veröffentlicht. Die sind auf jeden Fall schwer zu veröffentlichen. Wenn Sie rauskriegen, es gibt keinen Unterschied oder ich kann nicht nachweisen, dass es einen Unterschied gibt, das interessiert praktisch keinen. Was Sie veröffentlichen können, ist, es gibt einen Unterschied. Sowieso hat einen Effekt, die Schriftgröße hat einen Effekt auf das Behalten. Solche Sachen, die kriegen Sie veröffentlicht. Und deshalb muss man jetzt vorsichtig sein, wie man Wahrscheinlichkeiten berechnet. Wir müssen ja nachher gucken, was veröffentlicht wird. Dies hier, dieses Feld wird veröffentlicht und das Feld wird veröffentlicht. Und nun kann man sich fragen, das Verhältnis von richtigen Resultaten zu falschen Resultaten in den Veröffentlichungen. Wie sieht das aus? Also Sie blättern so ein Journal durch oder ein Tagungsband durch und dann können Sie sich ja fragen, im Schnitt, wie viel davon ist falsch, wie viel davon ist richtig? Das interessiert mich. Ich schreibe das mal so. Zahl veröffentlicht und korrekt oder wahr, ein wahres Resultat, geteilt durch Zahl veröffentlicht und falsch. Dieses Verhältnis. Wie kriegen wir das Verhältnis raus? So, nur angewandter Dreisatz veröffentlicht und wahr, ist das richtig auf der rechten Seite. Ein Viertel mal 80% und veröffentlicht und falsch ist dieser Streifen auf der linken Seite. Drei Viertel mal 5%. Viertel können wir kürzen. 80 durch 5 sind 16. Dann haben Sie 16 durch 3, etwas mehr als 5. Also wenn Sie 5 Paper nehmen. Andersrum, wenn Sie 6 Paper nehmen, haben Sie wahrscheinlich eines dabei mit falschem Resultat. Wann wird das noch schlimmer? In welchen Situationen? Wir haben ja hier Werte einfach geschätzt. 80-20 ist üblich, 5 zu 95 ist üblich. Drei Viertel, ein Viertel ist sehr aus dem Bauch. Wann ist der Effekt doch größer? Wie können Sie diese Zeichnung ändern, damit diese Zahl hier noch schlimmer wird, also kleiner wird, dass Sie noch weniger wahre Paper pro falschem Paper haben? Hier haben wir jetzt 5 wahre veröffentlichte Resultate auf ein falsches veröffentlichtes Resultat. So, erste Möglichkeit. Sie haben ein Gebiet mit viel weniger wahren Hypothesen. Wenn dieser Streifen auf der rechten Seite relativ schmaler wird im Verhältnis zum Streifen auf der linken Seite, wenn man zum Beispiel alle möglichen Enzyme durchprobiert und nur eine Handvoll von 1000 Enzymen funktioniert, dann wird der Streifen auf der rechten Seite sehr schmal. Ich versuche das mal zu skizzieren. Dann sieht es dann also so aus. Der Streifen rechts sehr schmal. Dieser Streifen steht im Nenner. Dieser Streifen steht im Zähler. Der Streifen im Nenner ist größer geworden, der Streifen im Zähler ist kleiner geworden. Das wäre eine Möglichkeit, es schlimmer zu machen. Sehen Sie noch eine Möglichkeit, es schlimmer zu machen? So einen kleinen Effekt oder ein schwacher Test. Hier auf der rechten Seite ist ja tatsächlich ein Unterschied da. Die Nullhypothese gilt nicht. Und ich kann Ihnen in 80% der Fälle nachweisen, wenn mein Test schwach ist, gibt den Ausdruck Teststärke dann tatsächlich Power. Wenn mein Test schwach ist, das sind eben nicht 80%, sondern weniger als 80%. Ich muss sehr, sehr genau hingucken, um tatsächlich einen Unterschied zu sehen. Dann wird der grüne Kasten hier kleiner und das Verhältnis der Kasten rechts durch den Kasten links ist schon wieder kleiner geworden. Ich habe weniger wahre Veröffentlichungen im Verhältnis zu den falschen Veröffentlichungen. Das wäre ein schwacher Test. Die Power, die Teststärke ist schwach. Der Test kann nicht gut unterscheiden, wenn es einen Unterschied gibt, ob es einen Unterschied gibt. Stellen Sie sich so einen winzigen Effekt vor, den Sie einfach kaum bemerken in dem ganzen Rauschen. Das übliche Problem ist, dass man einfach zu wenig Leute hat, die man befragt, untersucht. Also, das heißt, hier auf der rechten Seite habe ich dieselbe Breite, aber dieser Trennstrich geht nach oben. Dieser Trennstrich geht nach oben. Dann wird das Verhältnis auch wieder kleiner. Und was sich jetzt nicht so in diesem Diagramm niederschlägt, ist, gerade in der Psychologie, wenn so Banalitäten oder Binsenweisheiten tausendmal geprüft werden. Jede Studentin, jeder Student in der Psychologie muss dann so und so viele Studien abliefern. Und dann werden zum Schluss alle Sachen, von denen man glaubt, dass sie wohl gelten, tausendmal geprüft worden sein. Und irgendeines von diesen tausend Experimenten, auch wenn es keinen Zusammenhang gibt, wird dann schon gelingen. Und das wird dann veröffentlicht. Und die 999, die nicht gelungen sind, sozusagen, bei denen nichts rausgekommen sind, die werden nicht veröffentlicht. Das ist auch noch ein ungeschickter Effekt. Den kann man jetzt hier nicht so genau in diesem Bild sehen. Ich schreibe mal dazu, selbe Hypothese, sehr oft getestet. Und es wird eben nur das veröffentlicht von diesen ganzen Tests, bei denen scheinbar ein Effekt zu sehen war, zufällig.
soll ich das noch dazu schreiben, sicherheitshalber, mit Publication Bias, also nur das veröffentlichen, wo ein Effekt oder ein starker Effekt zu sehen ist. Wenn Sie jedes von diesen Experimenten veröffentlichen würden, dann wäre es kein Problem. Dann wüsste man, es hat 500 Mal nicht geklappt und einmal geklappt, da ist was faul. Aber wenn nur das einmal veröffentlicht wird, bei dem es geklappt hat und die anderen 500 in der Schublade verschwinden, weiß keiner davon. Publication Bias. Aber das ist gerade in der Psychologie eben, wenn Binsenweisheiten von 100 Leuten nacheinander ausprobiert werden. Irgendwer wird zufällig einen Effekt finden, auch wenn es keinen gibt. Irgendwer wird zufällig da landen und das veröffentlichen. Und dann glaubt man, es gibt einen Zusammenhang, nur weil die anderen es nicht veröffentlicht haben. Ja, das wäre nochmal was zum Hypothesentest hier. Sie sehen, der P-Wert als solcher ist noch gar nicht wirklich vorgekommen bis dahin, sondern nur hier dieses Karree von den Möglichkeiten. Der P-Wert versteckt sich hier so ein bisschen. Ich gehe nochmal runter. Der P-Wert versteckt sich hier drinnen, dass ich sage, ich lehne die Nullhypothese ab, wenn der P-Wert kleiner gleich 5% ist, 0,05. Dann habe ich diese Situation. Und der Ärger ist, dass man sich hier immer auf die linke Seite stürzt. Angenommen, die Nullhypothese gilt, dann haben Sie das mit den 5% und so weiter. Und die rechte Seite hier, die ist richtig schwierig. Die ist schwierig zu rechnen, die ist schwierig zu erfassen, deshalb wird die gerne ignoriert. Aber die macht das Ganze kaputt, obwohl die immer ignoriert wird.